Frohes Jahr des Igels wünsche ich euch allen. Ist es? Ja. Alter, geil. Heute Sonic the Hedgehog. Kinderschlafs, der Igel. Gotta go fast. Wir spielen Codenames. Ich bin im Team mit Hannes und Tom. Und wir spielen gegen Haubi, Susanna und Jonathan. Ja. Team Rot für den Tod. Ich hab das noch nicht so häufig gespielt. Okay, los geht's. Bitte. Ja, jetzt mach keine Ausreden dafür, wenn du verlierst. Ja, doch. Ich brauche jetzt aber eine Ausrede dafür. Ein Zarr. Oh mein Gott, ich hab gar keinen Bock auf das Wort Zarr. Wollen wir vielleicht nochmal von vorne anfangen mit der Aufnahme? Nein, das bleibt jetzt hier alles real und uncut. Yes. Okay, vielleicht ein bisschen cut, aber... Wir machen jetzt nicht mehrere Takes, in denen ich sage, die Aufnahme wird historisch. Ja, dann sag 3, 2, 1. Nee, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Ach so. Okay. Ja. Aber die Aufnahme wird... Die wird sicherlich historisch. Oh, jetzt, okay, komm. Okay, Leute, reicht. Nein, das wird erst ausgestrahlt, nachdem du noch rein einmarschierst. Das ist die freie Zone jetzt. Ja, ich finde auch. Wollen wir die Aufnahme nochmal von vorne anfangen? Nein, Simon, du musst einfach beim Schneiden alles, was mit Enes zu tun hat, musst du wegpiepen. Und das Wort Enes musst du, dann hast du jetzt eben gerade ein Piep über meinen Penis gemacht. Kann jemand Penis sagen? Enes. Okay, dann schneiden nämlich immer ich das da rein. Das ist auch. Langsam lohnt sich, glaube ich, auch ein Counter, in dem man zählt, dass Leute die Neustart der Aufnahme fordern. So, wollen wir es sagen? Ja, du bist der Einzige. Jetzt, yes, let's go. Ja, Jonathan überlegt. Nach dem ganzen Gelaber könnten wir eigentlich auch nochmal von vorne anfangen. Du musst ja von vorne anfangen, komm. Ohne Witz. Fang noch von alleine von vorne an. Das war jetzt fies von dir. Ja. Sehr fies. Ich habe mich selbst schon erschrocken. Mit deinem positiven Test, Freund. Ja, das auch. Geht das jetzt hier mal los? Ja, in mir wächst eine Wassermelone heran, weil ich die Kerne mitgegessen habe. Wir können auch nochmal neu starten, so. Vielleicht geht dann schon. Oh, fang du nicht auch noch damit an. Niemand schalt jetzt die Runde neu. Schalt jetzt die Runde sofort. Einfach jetzt in die Aufnahme neu, da ist ja völlig egal jetzt. Ich möchte einen von vorne anfangen, Counter. Okay, let's go. Okay, hier ist Vorhang und Bühne. Ja. England würde ich dazu zählen. Wie Rabatt ist safe. Rabatt im Theater. In Köln, ne? Gestern war erst Karneval, aber das war auch ein großes Theater. Dann fangen wir mit Bühne an, oder? Okay. Okay, dann mache ich jetzt Vorhang. Okay, nice. Oh, ich habe ein geiles. Aber du musst jetzt nicht nur ein Wort, ne? Mach wenigstens zwei. Nee, zwei sind drin. Warte kurz, einmal guck ich nochmal drüber. Lies auch wirklich alle Wörter diesmal. Jo, das ist super anstrengend, das sind mega viele. Oh, ich hätte so was Gutes. Wembley? Okay. Ja, das ist England auf jeden Fall, wa? Ja, das ist auf jeden Fall England. Das ist auf jeden Fall Tor. Tor? Wegen Wembley. Das gibt aber das... Ist Wembley doch, nicht... Doch. Tennis? Es ist hundertprozentig. Aber ein Satz, ein Tennissatz? Das Ding ist, Tom könnte, aber er hat nur zwei gemacht. Wir wollen es nicht überstreiten gleich, Simon. Ja, aber was meint er denn richtig? Jetzt? Ja, er meint Fußball. Tom ist Fußball, er meint Fußball. Aber Tom ist Sport. Ist Fußball. Tom ist Fußballer zum Frühstück. Also auf jeden Fall England, oder? Das können wir anklicken. Ja, England und Tor. Hundertprozentig Tor. Boah, ich weiß, ja, okay. Ich habe eins. Hundertprozentig Tor. Ja, dann klick fucking Tor an halt so. Ich, okay. Okay. Ey, Paul, du bist Haubi. Ja, Haubi ist kacken. Ich bin nicht kacken. Er ist wiedergekommen vom Kacken. Aber ich wusste nicht, dass ich mich gemutet hatte, to be honest. Er hat eine Pressekonferenz abgehalten. Boah. Jonathan, bist du am Krampfen ein bisschen? Ja, ein bisschen. Leicht. Ich glaube, ich bin dann der schlechteste Spymaster Steuer. Okay. Feuer. Feuer, weil sich das Ist der irgendwie was mit Auto? Nee, ne? Das hätte er auch sein können. Was ist mit Abgabe? Nee, aber der Köln ist auf jeden Fall da. Oh, wow. Die Steuern Köln. Ja, Abgabe. Ja, ich denke, Start in Abgabe ist vielleicht gar nicht schlecht. Oder Forst. Forststeuer. Ja, Start können wir machen. Johnny auch nicht nicken, ne? Nice. Dann. Fabelwesen. Also er meinte, Fabel und Wesen sind voneinander. Ja, okay. Also ich würde sagen, die beiden auf jeden Fall. Ja, es wird auch meinen. Es sind die nur zwei, meint er. Also einloggen. Dann let's go, Digga. Um. Auf clean.
auch clean. Boah, Junge. Ey, Johnny, wenn du wenn's Pinguin hast, sag bitte nicht meinen Namen. Drei sogar. Sekretär würde ich dann auf jeden Fall auch sagen. Oder? Also Blatt. Miete. Blatt, Sekretär. Ja, ach ja, Blatt. Miete. Na, Simon, ne. Nein, Kelch. Aber was könnte denn Menü, noch... Menü, man könnte Menü ausdrücken. So. Oder wenn so man ganz viele Blätter auf einmal druckt in der Druckerei, kriegt man auch einen Rabatt, einen Mengenrabatt. Und wenn du einen 3D-Drucker hast, kannst du auch einen Kelch drucken. Oder, also ich weiß nicht, oder wie... Oder einen Gürtel. Ich weiß nicht, oder wenn du zu viel druckst, dann fängt der Drucker Feuer. Und ich weiß nicht, wie weit Pinguin hergeholt kommen, das ist, aber so ein Blatt besteht ja aus Bäumen, die sind in einem Forst. Halt ein Wald so. Ich glaube, das ja, ist weit ja, hergeholt. Macht auch auf jeden Fall Forst. Okay, jetzt. Aber vielleicht auch so Besprechung oder sowas, so, weil, keine Ahnung, so Sekretärin, so Büro. Oh, Besprechung. Ja, dann, die haben so eine Bürobesprechung. Köln. So, Köln gibt so viele Büros, so viele Sekretäre, da muss so viel gedruckt werden. Digga. Ich glaube, aber ich glaube, machen wir nie macht hier am meisten Sinn so. Ich mach's jetzt einfach. Mach. Ja. Okay, müssen wir nachlegen, ja. Freunde. Ja, Tommy, du musst jetzt hier rasieren. Ja, Tommy, da musst du vier, du musst toppen. Du musst alle vier machen auf einmal. Alle vier wird schwer, aber... Doch, am besten machen wir das gleich 9, Simon. Und dieses schwarze Wort ist übrigens, da gewinnst du sofort, wenn du das angibst. Das ist also ich würde das wirklich gerne machen, aber ich bin gar nicht Spymaster. Kann ich zufällig die Position beschreiben? Nein. Ja doch, wenn du es in ein Wort hinkriegst, dann mach das. Ecken. Ehrlich jetzt? Ja. Ecke. Ehrlich jetzt? Ja, also du kannst uns jeden Tipp geben. Du musst halt ein Wort machen, ne? Das musst ein Wort machen, sein. Wenn wir damit auf die... Oh, Ecken! Kommen, ist das okay. Wenn ihr die beiden Ecken hat... Oh, es ist halt... Actually ziemlich smart. Nein, Digga, nein, wir nehmen die hier. Fick dich. Mit Forst und Salz. Ja, guck mal, er meint unten, aber er hat vier gesagt. Vier. No way. Nein! Als ob man das machen darf. Ja, natürlich. Echt? Du sagst jetzt nur ein Wort. Oh Mann. So, wenn du ein Wort schaffst, Tom. Das ist halt aber absolut lucky. Das sagt man? Ja, also, aber das war ja auch so ein bisschen, bisschen dadurch, dass er vorher gefragt hat, weil sonst hätte man das nicht miteinander assoziiert. Also, ja, ich hätte es Paul im Chat schreiben sollen. Es gibt im Grunde keine Regeln, was du da unten eintragen darfst, außer die Wörter selbst und halt irgendwie Sätze, in denen dann die Wörter so krank umschrieben werden, dass du halt drauf kommen musst. Man hätte auch Umlaute sagen dürfen. Zum Beispiel. Ja, weil klar. Ich mit Umlauten hatte. Ja. Alles, was uns halt hilft, auf die Sache. Ja, für die letzten beiden hätte ich jetzt einfach metallhaltig geschrieben. Ja, ich muss hier raus. Ich muss raus. Nee, ich will Spymaster sein. Ich will mal Spymaster sein. Ja, okay, stimmt. Dann müssen Hannes und Simon in verschiedene Teams. Quarantäne, Hannes, Bieler, ich muss hier raus. Jetzt muss hier raus. Okay. Feier. Ah. Alpha. So Alpha. Schule, Alpha. Hä? Natürlich die Karte. Ja, Student würde ich mal tippen. Harz, wenn man in der Schule, wenn man in der Schule nichts hinkriegt. Harz. Wenn man in der Schule nicht hinkriegt, lebt man danach. Naja, mit der Kutsche fährt man halt zur Schule, ne? Kippe Raucherpause. Johnny, warst du einer, der immer geraucht hat in der Schulzeit? Ja. Block. Ja, stimmt. Oder vergesst hier mal nicht die Kraft, die man braucht, um jeden Morgen aufzustehen. Den Geist. Ich weiß halt nicht, ob er einfach Student im Sinne von dem englischen Wort meint oder ob es wirklich einfach Notenfüller sein soll. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Hannes ist. Also wahrscheinlich ist es kein Englisch. Du Wichser. Ich bin immer mit Kater in die Schule gekommen. Safe, immer nach dem Geburtstag. Die Schule liegt an der Straße, so. Nee, aber ich muss sagen, Karte ich bin tatsächlich eher zu Füller, weil... Es gibt Weihnachtsferien, Mexiko hat auch Schulen. Und an Halloween... Geht man in die Schule mit Kostümen? Ja, oder ein Fasching. Oder beispielsweise so Note können wir ja auf jeden Fall machen, oder nicht? Ja, oder Rosenmontag einfach. What? Nice. Hannes? Das hat Hannes ganz gediegen versehen. Oh Mann. Dürfen wir jetzt nicht mehr guessen? Nee, das beendet euren Zug, das falsche Tipp. Jetzt habe ich mich hier schön blamiert. Das ist okay, Simon. Nein, du hast dich nicht blamiert. Hannes hat sich blamiert. Wo habe ich mich blamiert? Wenn ihr wüsstet, was ich hier habe, dann wüsstet ihr es. Wahrscheinlich alles auf Englisch bei dir.
Nee, das ist es nicht, aber trotzdem. Ist nur Französisch. Okay, Tiere. Das ist Fliege. Man könnte sich auch als Tiere verkleiden. Es gibt auch Alpha-Tiere. Eben, Alpha. Oh, Alpha-Tiere ist, glaube ich, sogar besser als Kutsche. Oh nein, Alpha ist scheiße. Mexiko, weil... Okay, also Alpha, wollen wir auf Alpha-Tiere gehen, doch? Nee, Familie. Doch, würde ich sagen. Also, zum Beispiel nice, bei Julius zu Hause landen oft öfter Tiere. Das war Fullscore. Nee. I'm proud. Okay, Mexiko. Wenn Mexiko nicht dabei ist, dann verliere ich meinen Glauben einfach. Einfach die schwarze Karte. Mexiko ist einfach das Schwarze. Karte, oder? Ehrlich gesagt. Und, Harz. Oder? Ich traue mich nicht mehr zu klicken seit der ersten Runde, muss ich sagen. Junge, never try, never fail. Ja, habt recht, ich gehe dafür. Okay, und warte, lass noch Füller nehmen, oder? Ja. Das wäre das zweite gewesen, was wir genommen hätten. Ja, sehr gut. Und Student ist bestimmt... Ah, scheiße, das kann ich nicht machen. Fuck. War es vielleicht doch Englisch? Ja. Junge! Ich bin noch 2-3 Tage sicher, bis Hannes wieder raus darf. Ich will echt erstmal auf Straße gehen hier. Ja. Nice, Leute. Ja, aber ganz ehrlich, mit denen. Jo, das sind halt aber auch einfachere Begriffe. Oh, alle Mann. Alle sechs. Oh, okay. Aber kein Druck. Eigentlich müsste man wirklich so. Okay, Assistent. Die Waage. Der Lappen. Assistent. Natürlich, an Weihnachten braucht man Hilfskräfte. So, Tommy, darf ich Assistent? Harzer werden oft nur als Hilfskraft eingestellt. Manchmal sind Studenten auch Assistenten, ne? Ja, und genau. Wir haben Studenten auch immer noch von der Schule offen. Ziemlich sicher. Nee. Also, Student ist es nicht. Jetzt der zweite Hint auf das Wort. So, und dann ist halt die Frage... Aber ganz kurz, es könnte sein, dass ja exklusiv Student genau, und... Dass er das gar nicht meinte. Meinst du nicht? Ja, kann ja sein. Das heißt, das aber das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Schuss ins Blaue, ne? Wenn wir jetzt schon getroffen haben beide, ja, die er meinte. Hilfskraft... Die Frage ist das halt, darf doch eigentlich nicht, weil so, halt du hast halt den einen Begriff gewählt, egal ob du den hast oder nicht. Aber zwei. Stahlkutsche. Ich frage mich, welche Wörter er meinen könnte. Vorhin wurde eine Aktion von mir als mehrwertbringend bezeichnet. Ich kann gar nicht scheiße sein. Karin Ritter! Oh mein Gott, Harz. Natürlich. Achso, stimmt, wir sind ja dran. Ja, wir sind ja dran. Familie wegen Familie Ritter vielleicht? Ganz ehrlich, das ist so offensichtlich, ja, das Letzte. Ja, stimmt, Familie auch. Familie ist Ritter nicht, ja. Ja, Kippe. Kippe-Baby. Ja. Junge, es wäre echt... Schluckig, ich hab's falsch gemacht. Ja, haben sie, Mann. So clean. Das Ding ist, ich wusste halt nicht, wie ich halt Student und Füller und so am besten wegkriege. Das ging halt mit Schule eigentlich am besten. Stell dir vor, wir hätten zwischen Christentum und Geschirr eine Brücke geschlagen. Das wäre mies gewesen. Kacke. Letztes Abendmal. Also das wird jetzt politisch. Oh, nicht schon wieder. Können wir nochmal von vorne anfangen vielleicht? Können wir einfach neue Begriffe bekommen, die sind nämlich alle scheiße. Naja, vielleicht ist ja ein grauer Begriff. Ich wäre dafür, nochmal neu anzufangen und ich krieg die Chance, mein Belgien-Ding nochmal zu wiederholen. Vielleicht können wir es irgendwie faken. Oh Mann. Es ist immer geil, wie in dieser ersten Runde, das sind einfach so 5 Minuten Stille, in denen man überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Awkward silence. Problem ist auch immer, dann fängt man so an zu reden und hört nicht mehr auf und sagt einfach so irgendwas, um das zu füllen. Dann kommt nur noch so Quatsch raus, wie gerade. Boah, ich hoffe, ich habe jetzt nichts irgendwie versehen. Ich habe alle angekreuzt, die ich spontan verbinde. Also ja, ich finde Heft ist ein perfekter Ort. Ben Birgenort ist auch Heft ein richtig perfekter Ort. Ich finde Bier. Warum Mark, du? Mark ist ein guter Ort. Die Mark? Das die Steiermark. Ist ein, oder? Das ist gerade. Also im Labyrinth verirrt man sich auch. Labyrinth ist halt tatsächlich echt ein Ort. Lass also erstmal auf London gehen, glaube ich. London können wir uns darauf einigen, ja. Ja. Ich würde auch sagen, wenn Bermuda. Stell dir vor, das wäre falsch gewesen. Ja, und dann hätte ich mir, glaube ich, Simon verloren. Hannes Moment. Ach, halt die Fresse, Alter. Ich würde auch sagen, wir können auf Bermuda gehen, clean.
Ja. Wie hältst du den Füller und Studenten? Soll ich noch Russland anklicken? Alter, sag's mir. Mach das. Nice. Edwin. Junge, das war einfach... Auch cool. Simon, zu gut. Wäre ich eigentlich auch für. Siehste, Labyrinth ist schon mal gut. Architektur. Okay, ja, vielleicht. Eine Fläche, kann man eine Fläche nehmen? Nee. Platte so mäßig, ne? Ja, wenn die Plattenbauten meint, dann ja. Bau, vielleicht. Bau ist Architektur wichtig, ja, der Bau, der Bau. Was das heißt mal für Labyrinth? Also Labyrinth, wollen wir Labyrinth schon mal einloggen? Ich habe am Bau für Gefängnis gedacht, muss ich sagen. Jolly, wollen wir Labyrinth schon mal einloggen? Das ist ja auch ein Gebäude. Ich, Alter. Die Inka, die waren halt auch so, weißt du, die haben auch schöne Sachen gebaut. So. Das mit dem Verwirren sollst du bei den anderen machen. Nicht ja, ich das Ding ist halt, guck mal, Labyrinth und Bau bin ich halt 100%. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie in der nächsten Runde Rücken und Mark mit Wirbelsäule verbindet. Das wäre auf jeden Fall geil. Also Labyrinth 100%. Nein, gar nicht. Doch. Bau ist 100%. Ja, dann mach Bau, dann mach erstmal Bau. Aber Labyrinth ist auch Architekt. Egal. 100%ig Labyrinth. Ja, lass doch erstmal noch die anderen durchgehen, nicht, dass du irgendwas. Okay, Pistole. Nein, Pistole nicht. Octopus. Ja. Das Ding ist, Labyrinth bin ich mir halt echt nicht so sicher. Doch, ich bin 100% beim Labyrinth. Aber musst du das architektonisch anlegen? Es ist bestimmt irgendwie. Nein, aber das ist bestimmt gemeint, weil das halt auch schon so ein. Ist halt auch einfach in einem Garten. Ja, aber wie musst du eine Fläche? Was mit einer Fläche? Naja, da musst du halt irgendwas draufbauen, ne? Also, ich mache jetzt Labyrinth, Johnny. Ich mache jetzt Labyrinth. Ja. Lass mich erst Platte nehmen, weil da sind wir uns doch. Oder Fläche, dann lass erst Fläche nehmen. Junge, du willst lieber. Was muss man denn bei einer Fläche? Dann nimm Platte nehmen, so. Siehst du? Nice. Ich hab's nicht drauf geklickt. Du wolltest es drücken, aber. Aber du wolltest. Ich hab vor allem die ganze Zeit. Es war Labyrinth. Ich hab einfach drücken müssen. Ja. So süß. Ich drück nicht mehr einfach, was ich will, Alter. Ohne Witz, Johnny, Alter, du bist noch ein größer. Du hast gerade auch schon gedrückt, was du willst. Nee, das wolltest du doch selber drücken. Ich war noch im Diskussionsprozess. Ja, du warst am Arsch, du wolltest drücken, du warst schon bereit. Diskussionsprozess. Man könnte auch Einhorn braten, so, aber ich glaube, es wird realistisch keine andere Einhorn. Pfanne sehe ich mit uns weit vorne. Die schöne Einhornsuppe, kennst du nicht die schöne Einhornsuppe? Was Fläche, so kochflächenmäßig. Das könnte gut sein, so eine Kochfläche. Ich würde vielleicht wirklich erstmal Küche, Birne und Pfanne machen. Ich würde sagen, als allererstes Pfanne, oder? Das scheint mir am sichersten. Und jetzt Birne. Und jetzt die Frage, Kochfläche geht. Und ein Oktopus kann man logisch auch kochen. Die Frage ist, denkt Simon als erstes daran, ob das wir einen Oktopus kochen wollen, so? So im westlichen Kulturding. Einerseits ist er halt richtig der Veganer oder so. Andererseits trinkt er aber auch Müllermilch und isst manchmal Döner, also ich würde einfach mal das klicken. Ja! Ihr seid solche Götter, Alter. Jawoll. Also Labyrinth ist schon mal gelockt, das haben wir schon mal im Erste. Ja, okay. Das war safe jetzt, gemeint! Wieso? Jetzt da wird die schwarze Karte, das wäre so lustig. Also schade, dass Platte falsch war, aber es wird halt Labyrinth sein, 100 eingerostet. Digga, der Großvater ist eingerostet. Oh, doch! Jetzt klick doch erstmal auf deinen Labyrinth, Mann. Anker? Nee, da will ich jetzt nicht draufklicken. Ach, da, jetzt nicht, oder wie? Wieso nicht? Großvater, Anker und Pistole, weil das halt Metall ist. Metall, Anker, also Anker ist. Ja, aber da ist halt auch XD dabei. Der Rücken vom Großvater ist eingerostet. Ich geh auf Großvater jetzt, weil wegen dem XD. Oder erstmal Labyrinth. Junge, ich raff dieses XD nicht. Das ist doch nur, weil ja, so ja, eingerostet. Ja, ich weiß schon, was XD bedeutet. So, 100, Labyrinth war 100%ig. Dann. Und was man sonst noch für Architektur, es waren 3, wir haben jetzt 2. Bau und es ist halt Fläche oder Inka. Das Einzige, was noch für Architektur Sinn macht. Nein, komm, Fläche, Alter. Dann lass die aber zuletzt machen, Ich würde jetzt erstmal für Großvater gehen, eingerostet. Ja, okay, mach. Oder willst du für Pistole, was soll ich eher machen? Ich weiß es nicht, Alter. Ja, komm, Großvater. Oh, siehst du? Pistole hinterher. Fuck! Hä? Junge. Die Sache ist, ich seh schon, wie ich jetzt so denke, so okay, ich bin endlich in Simons Kopf drin und dann drücke ich so Watte und das ist irgendwie wie und Heft gemeint oder so. Und
als die schwarze und scheiße. Vielleicht sind die auch, vielleicht ist ja auch Inka gemeint oder Fläche. Mädchen aus meiner alten Grundschule hieß Inka. Ja, also das ist eigentlich. Oh Gott, aber ist es Buch oder Heft? Das ist nicht beides. ich würde erstmal auf Inka gehen, weil. Das wäre jetzt belastend, wenn Simon uns jetzt selber so ja, dribbelt, aber. Buch oder Heft, nee, ist jetzt die Frage. Ich schwöre, wir haben dir Inka gegeben, Hannes. Ganz kurz, Heft, ich bin auch eher. Wie seid ihr jetzt auf Inka gekommen, though? Weil Tommy gerade erzählt hat, dass jemand in seiner Grundschule Inka hieß. Und Simon Grundschule 2. Ich sehe mich auch eher beim Heft, weil irgendwie. Okay, dann. Weiß nicht. Grundschule ist so heftmäßig. Ich hab Stuhl genommen und ich weiß nicht mehr, wo. Ja! Ihr seid wirklich so geil, Alter. Es war halt wirklich Rücken gemeint mit Einrosten. Lass mich nie wieder verunsichern von Johnny, Alter, wegen Labyrinth. Ja, komm. Digga, ich speichere dich jetzt als Labyrinth ein, Hannes. Was du das in den letzten 5 Minuten gesagt hast, ne? Das mit Rücken, mit eingerostet? Hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte wirklich auf Pistole gewettet. Ja. Ja, eben, ja, ich wollte bei... Das Spiel war mit 2 XD gemeint, das war halt mein Problem. Hätte ich noch ein D hinzufügen sollen, damit du... XD, ja. Das wäre vielleicht gut gewesen, schon. Ist das so mit so einer Endcard professionell? Ja, mit einer Ente-Card. Hier ist mein Paypal und da mein Insta auf jeden Fall. Okay, hört euch Ente in Rente an. Ich hoffe, zu der Zeit, wo das Video draußen ist, ist das Lied auch draußen und dann kannst du es nämlich genau jetzt einblenden. Tschüss! Mit Ente in Rente. Können wir noch von vorne anfangen? Ich wollte Oberteil nochmal wechseln vor der Aufnahme. Das schneiden wir raus.